Uste dürfe, dürfe her zu dir. Schenk doch mir eine Stimme, ein Hoffnungsohr. Das ist der Start unserer Interpretation vom Psalm 130. Es ist ein Bußpsalm, der unglaublich ehrlich und bodenständig ist, mit einem richtigen Sehnsucht und hoffnungsvollen Touch. Das haben wir nachher auch probiert, im Refrain umzusetzen. Ja, ich setze meine Hoffnung auf den Herrn und von ganzer Seele warte ich auf ihn, auf das Reden von ihm. Der Psalmist hat verstanden, dass ein Wort von Gott wirklich alles kann verändern kann. Aber seine Seele muss ruhig werden in dieser turbulenten Sache, die er drinnen ist. Und es geht nachher weiter in dieser hoffnungsvollen Bridge. Ja, ich hoffe, dass der Morgen bald anbricht und das lange Warten endlich fertig ist. Es geht weiter, dass wir auf den Herrn hoffen sollen, denn seine Gnade ist gross. Und ich liebe den Psalm, ich liebe Lieder, wo wir ehrlich werden vor Gott, aber wo wir nicht nur unsere Gefühle ausdrücken, sondern wo wir einfach auch etwas von dem proklamieren, was mit Gott möglich ist. Und ich hoffe, der Psalm wird auch euch dienen und ich hoffe auch, ihr helft mit, dass unser Mundart-Psalmen-Projekt richtig verbreitet wird. Danke vielmals für eure Unterstützung.